8000 Mal Liebe, Drama, Leidenschaft, Intrigen. 8000 Mal gute Zeiten und 8000 Mal schlechte Zeiten. Unsere Lieblingsserie feiert ein schier unglaubliches Jubiläum. 8000 Folgen GZSZ. Und da haben wir gedacht, da schmeißen wir doch eine kleine Party. Und ich habe für diese Party tolle Gäste. Ich darf begrüßen Ulrike Frank, Jan Kittmann, Patrick Fernandez und Josie Bressel. Schön, dass ihr da seid. Ja, und vielen Dank. Und besondere Halt heute. Ich habe tolles Studiopublikum. Mach mal Lärm in Köln. Wahnsinn. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich wirklich riesig und ihr werdet gleich auch ein toller Teil dieser Sendung. Ich hoffe, ihr seid schon bereit, denn ihr habt alle Fragen mitgebracht und ich bin schon sehr gespannt auf diese Fragen. Herzlich willkommen an der Stelle und herzlich willkommen auch an euch. Schön, dass ihr Teil unseres Streams seid. Ihr kennt das hier bei uns bei den Livestreams. Ihr müsst euch nicht einfach nur zurücklehnen, sondern ihr könnt aktiv sein. Ihr könnt eure Fragen stellen. Also jetzt schon gerne eure Fragen überlegen, in die Kommentarzeile reinpacken und dann lese ich hier das auf dem iPad fleißig mit und gebe das hier in die Runde. Leute, 8000. Folge, heute Abend, 19.40 Uhr. Seid ihr ein bisschen aufgeregt? Ist das so ein Jubiläum, wo man so ein bisschen Puls kriegt? Ulrike, wie geht's dir? Ich bin total stolz, weil ich wirklich auf dieses Team, auf uns alle, dass wir das immer wieder schaffen, Höchstleistungen da zustande zu bringen. So eine tolle Folge. Das ist ja anders als sonst. Sonst haben wir ja beim Jubiläum oft irgendwie eine Spielfilmlänge. Wir fahren irgendwo hin, ins Ausland oder so. Und das ist eine ganz normale Folge, aber eben eine ganz besondere Folge. Monothematisch. Es geht nur um unsere Geschichte. Und dass wir das in unserem normalen Drehpensum auch noch alle zusammen mit dem Team und der Produktion gewuppt haben, ist wirklich ein kleines Wunder. Und ich freue mich unheimlich. Wir freuen uns alle drauf. Das wird auf jeden Fall ein total toller Abend. Jan, für dich ist es, glaube ich, die erste Tausenderwende. Auf jeden Fall. Dein erstes Jubiläum. Ja, ist es nochmal was ganz Besonderes? Unbedingt. Also das ist ja, ich habe mal so durchgerechnet, was ist das? Alle 3 Jahre, alle 3,5 Jahre oder so, dass so eine 1000 umschlägt, sowas. Okay. Ach, ist das der Zyklus, der GZSZ-Zyklus? Ja, hast du den ausgerechnet? Ich bin 3 Jahre dabei. Ja, stimmt. Ganz einfach. Ich glaube, ich bin kurz nach der 7000. irgendwas eingestiegen und gerade dran vorbeigerutscht und genau, jetzt. Ich würde dir einen kleinen Tipp geben. Denk nochmal genau nach, wann das war. Es könnte noch wichtig werden heute in der Sendung. Es könnte Und ihr wisst das bestimmt auch noch. Ja. Ja, ich habe es neulich irgendwo aufgeschrieben und dafür musste ich auch nachgucken. Und ich habe schon wieder vergessen. Ne? Es ist 7124 oder so. Also das wäre jetzt mein... Genau. Erstes Drehbuch. Josie, du bist relativ neu im Cast, neu im Team. Du hast gesagt im Vorfeld, dass sich dein Leben um 180 Grad gewendet hat. Ja. GZSZ. Auch jetzt die Aufmerksamkeit. Ich habe gesehen, du hast so ein bisschen auch Magazine durchgeblättert und hast gesehen, okay, da gibt es einen Artikel und da gibt es einen Artikel zur 8000. Folge. Hast du das schon halbwegs realisiert, dass du auch auf der Straße angesprochen wirst, auf diese Rolle? Ich glaube immer noch nicht. Also ich glaube, nein. Ganz klares Nein. Ganz klares Nein. Kann man das überhaupt realisieren? Wahrscheinlich nicht. Also... ich weiß holst du nicht. Die Tipps? Also ich glaube, es ist anders. Ich bin mega dankbar und happy und stolz, Teil dieses großartigen Teams sein zu dürfen. Und dankbar um die Reise. Wie reagierst du, wenn du auf der Straße auch mit Alicia angesprochen wirst? Ist es so, Moment mal, wer war sie eigentlich nochmal? Also in Berlin ist es nicht ganz so schlimm, aber mir ist es letztens beim Spazierengehen im Grunewald passiert und es war ganz, ganz süß. Sind es nicht aus diesem Film? Und ich so, welcher Film? Gute Seite, schlechte Seite? Und dann, also es war ganz süß. Ach, wie süß. Ja, aber das sind so schöne Momente. Ja. Da weiß man, dass diese Serie einfach die Leute tagtäglich bewegt und man auch Teil ihres Lebens ist. Teil ihres Lebens, 8000. Folge heute Abend. Patrick, gib uns mal einen kleinen Spoiler-Verrat, aber nicht zu viel. Es geht um den Konflikt vor allem zwischen diesen zwei Parteien hier. Mhm. Was passiert heute? Also, natürlich habe ich das Ganze auch als Schauspieler mit Carlos miterlebt und ich glaube, das ist ein sehr starker Moment, den ich wirklich niemanden wünsche, ne? Dass man in einen Punkt kommt, wo man aufgibt. Ne? Also der Carlos hat gesagt, es gibt keinen Weg mehr aus, ne? Und der ist jetzt nur noch
da. Mhm. Ne? Die einzige kleine Flamme, die es gab, die der Charakter Alicia da gefunden hat, ist jetzt auch verschwunden. Also verbrannt, um genau zu sein. Aber ja, also heute ist genau dieser Moment. Die Hoffnung ist weg und mal sehen, was passiert. Ne? Und das ist, glaube ich, genau, worum es geht, um das ist so sehr drin in jedem Menschen. Ne? Also jeder Charakter heute hat seinen eigenen Film innen. Und mir persönlich, ich liebe genau diese Folge, weil es ist sehr ästhetisch, eine sehr, sehr schöne Fotografie. Und innen passiert so viel bei jedem Charakter. Jeder hat sein eigene Film drin. Ne? Das glaube ich, ist sehr stark heute. Du hast es gerade schon gesagt, Carlos am absoluten Tiefpunkt, hoffnungslos, ausweglos. Sind das so Momente, die man als Schauspieler eher lieber oder eher nicht so gerne spielt? Weil es ja, glaube ich, auch sehr herausfordernd ist. Ja, ich glaube, als Schauspieler ist man, ich versuche das in Wörtern, die nicht so... Ich bin gespannt, was kommt. Ja, ich werde jetzt so sagen, wie es kommt, weil manchmal mangelt mein Deutsch, um das so schöner zu gestalten. Aber man ist so spielgeil, sorry. Aber spielgeil, ja, schönes Wort. Weißt ja. du, man hat Lust, diese verschiedenen Farben auszuprobieren. Und dann muss ich gestehen, in dieser Serie habe ich diese erste Erfahrung, wo ein Charakter kann überall hin in dieser Serie. Ne, ich habe... Also auch als ich zum ersten Mal gelesen habe, wo Carlos hingeht, habe ich erstmal, oh, wirklich? Geht der Carlos jetzt dahin? Ja, wollen wir mal sehen. Ne? Und als ich drin war, war es, ne, natürlich erweckt man sehr viel. Ne? Und also du bist spielgeil, ihr seid hoffentlich weiterhin fragengeil. Es sind so viele Fragen schon reingekommen, wir gehen die auch gleich alle durch, aber erstmal möchte ich unserem Studiopublikum hier jetzt die Chance geben, Fragen zu stellen. Ich gehe mal rüber zu euch, ich nehme mir einmal das Mikro. So, nochmal herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr da seid alle. Ich würde gerne, dass ihr jetzt die Gelegenheit nutzt, um Fragen zur Folge heute Abend zu stellen. 8000. Folge, ihr seid alle Fans durch und durch. Gibt es eine Frage speziell zu heute Abend? Wer hat Lust, eine Frage zu stellen? Du gerne. Dein Name? Ich bin die Jill. Wie geht's zwischen Carlos und Alicia weiter? Oh, ich war gerade voll nervös. Meine erste Freundin hieß Jill. Sehr gut. Direkt nervös gemacht. Das hat dich total irritiert. Aber war die Frage nochmal? Aber gute Erinnerung an die Freundin, ja, ne? Ja, mega. Natürlich. Meine erste Liebe. Nee, die Frage war, wie es zwischen euch beiden weitergeht. Sie mag Pferde. Nein, Spaß. das darf ich leider nicht verraten. Vielleicht so einen ganz kleinen für Jill. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, die Gefühle sind echt, von Carlos mindestens. Von dem Charakter Alicia würde ich da... Von beiden Seiten. Ja, okay. Von beiden Seiten. Und sie kämpfen weiter für ihre Liebe. Und die kämpfen genau, dass es funktionieren kann. Ja. Zufrieden mit der Antwort? Sehr zufrieden, danke. Sehr gut. Gibt es noch eine Frage zu heute Abend? Sehr gut, ich komme mal zu dir. Du heißt? Ich bin Hendrik und meine Frage lautet, wird sich Tobias nach dem Prozess noch selbst im Spiegel anschauen können? Mhm. Jan. Diese Formulierung. Hast du das Drehbuch gelesen? er arbeitet dran. Hm? Er arbeitet dran. Das finde ich gut. Vielen Dank, Jill, vielen Dank, Hendrik. Ich lege das Mikro nochmal zur Seite. Wir haben jetzt schon viel über die Folge heute Abend gesprochen und wir werden die auch gemeinsam hier gleich gucken. Ich freue mich auch da schon drauf. Und ihr zu Hause, wenn ihr euch jetzt so denkt, ich weiß noch nicht, 19:40 Uhr, weiß ich nicht, was ich tun soll. Das ist das letzte Argument. Hier kommt ein kleiner Einblick. Ich stelle fest, dass alle ZeugInnen anwesend sind. Das gleiche gilt für die Verteidigung und für die Staatsanwaltschaft. Dann darf ich die ZeugInnen bitten, den Saal zu verlassen. Bitte warten Sie im Flur, Sie werden aufgerufen. Frau Fleming, wo waren Sie zum Zeitpunkt des Todes von Agim Sule am 5. Februar 2024 gegen 22 Uhr? Ich war zu Hause. Ich war zu Hause. Mit meinem Mann. Mit meiner Frau.
Wow, ich habe jetzt schon Herzklopfen. Ich habe auch ganz kurzes Schnaufen hier gehört. Wie waren die Dreharbeiten zu so einer Folge? Es hat, finde ich, ja was sehr Kammerspielartiges, Ulrike. Ja, Kammerspiel trifft es sehr gut, weil es um diese Beziehungen zwischen diesen Figuren geht. Sehr viel Blicke, gar nicht immer so viel Dialog, sondern einfach wirklich diese starken Gefühle oder dieses Kämpfen umeinander, um die Beziehung, um ein Ziel. Das war unheimlich spannend und sehr intensiv. René Wolter hat die Regie geführt und hat uns da auch ganz wunderbar durchgeleitet mit dem ganzen Team, auch mit den Coaches, und das war schon eine tolle Erfahrung, da auch wirklich sehr tief reinzugehen. Wir versuchen das ja immer, aber natürlich, wir haben sehr viel Material zu bewegen, wenn wir die Folgen drehen, und da haben wir uns dann tatsächlich noch mehr Zeit versucht zu nehmen, um da so richtig einzutauchen. Wir kommen zu den ersten Fragen, das passt nämlich sehr gut. Die Frage von Kerstin, ihr könnt weiterhin Fragen im Chat stellen. Wo und wie wurde dieser Showdown gedreht? Könnt ihr den Drehort verraten? Das ist ganz einfach. Bei euch? Ja, das ist das Rathaus Treptow, Köpenick. Ja. Ja. Also direkt am. An der Spree. Oder genau. Treptower Park in Berlin. Park und da gibt es ein altes Rathaus und diesen alten Gerichtssaal. Da wird sehr oft gedreht, nicht nur von uns. Und wir haben da auch schon öfter gedreht. Und ja, das ist toll da. Da haben wir schon mal zusammen vor Gericht gestanden. Ja, Katrin hat so es gab schon mehrere Verfahren hier, ja. Ja, genau. Ja. Ja, gerne. Und Tobias haben da zusammen vor Gericht gestanden und Katrin hat ausgesagt. Ja, genau. Eine, wie ich finde, sehr, sehr witzige Frage von Jacqueline betrifft euch beide, die Herren in der Mitte. Kann es sein, dass ihr zwei zum selben Friseur geht? Möchte sie wissen? Ja, wir haben dieselbe Maskenbildnerin in den, also es sind ja mehrere, ja genau, also insofern, ja, haben wir dieselben Friseurinnen, ja. Ja, gut, ist das eine Empfehlung? Also wer nachher noch zum Friseur muss, wir gehen einfach nochmal gemeinsam hin, dann alle. Da kommt ihr leider nicht ran, ja, aber es wäre alles eine Frisur. Da müsste man erstmal ein Casting machen. Die Julia möchte wissen, wie gefällt euch denn die Domstadt? Also als Berliner, ihr seid aus Berlin angereist, wie findet ihr es in Köln? Josie. Also ich habe ja meine Schauspielausbildung in Köln gemacht und ich habe über 2 Jahre in Köln gewohnt. Und das weckt natürlich Erinnerungen und ich liebe Köln. Gute Erinnerung? Gute Erinnerung. Wo kann man gut feiern gehen, falls die Herrschaften heute Abend noch sich irgendwie, weiß ich nicht, in der Bar amüsieren wollen? Also Clubs wechseln ja bekanntlich alle 5 Jahre oder so und deshalb bin ich schon ein bisschen raus aus dem Game. Aber ich weiß gar nicht, auf der Aachener Straße war ich irgendwo in so einem Hip-Hop-Club. Aachener Straße, Hip-Hop. Müssen wir gleich nochmal, ja. Ist Roxy vielleicht? Roxy ist ein gut, ist ja... Also wir werden auf jeden Fall noch Empfehlungen gleich parat haben für euch. Pia möchte wissen, von dir Patrick, mit welcher Rolle war Carlos in Mexiko ein Star? Also mit wahrscheinlich Rolle von Patrick in Mexiko. So. Muss dazu sagen, du hast sehr viel Telenovela gedreht in Mexiko. Ja, ich habe ein paar Telenovelas gedreht. Die erfolgreichste oder die am bekanntesten ist, heißt Roter Himmel, Cielo Rojo. Und das war mit einer Schauspielerin, die leider schon verstorben ist. Aber sie war sehr bekannt, Edith Gonzalez. Und da hatte ich sogar die Ehre, in Paris zu drehen. Wir waren mit der Telenovela in Paris. Und das war ein sehr starkes Comeback von der Producerin. Die kam zurück und ja, das war so das größte Projekt. Was würdest du sagen, wenn du jetzt Deutschland und Mexiko gerade bei der Produktion von so täglichen Serien miteinander vergleichst? Was sind so die größten Unterschiede? Also ich kann es ja jetzt, sagen wir mal, mit das, was wir machen, vergleichen. Was mich als erstes sofort so, ne, kept my attention, weiß nicht, wie man so sagt, hat so meine Aufmerksamkeit genommen. war die Effizienz. Also ich kam da rein bei uns und dann hat man gesehen, welche Szene gedreht wird, wer als nächstes kommt. So, wow, das ist alles so eingearbeitet bei uns jetzt gerade. So habe ich es noch nie erlebt. In Mexiko war 7 Uhr alle da in Maske und dann quasi, stellt euch vor, so 10 Patricks. Alle waren fertig und dann die nicht gedreht haben, in ihr Camper und die gedreht haben, da, weil das war halt, wenn auf einmal bumm, es regnet, oh, wir müssen rein, dann waren die drinnen drehen, also es war immer so auf, von 7 bis Ende waren wir fast alle da. Also
jeden Tag. Und das klingt anstrengender irgendwie. Und die Projekte, es ist anders. Okay. Also man konnte auch, wenn es 100% sicher war, dass du in 4 Stunden nicht drehst, dann konntest du was anderes machen gehen und warst so immer am Telefon. Es ist anders. Ich glaube, von Leistung her ist, glaube ich, hier bei uns schon ziemlich krass. Was ist das wichtigste Wort am Set in Mexiko? Was muss man auf jeden Fall können? Mexiko, ja. Salut! Nein, Spaß. Nee, in Mexiko wäre Silencio! Silencio! Und dann... Ne? Ich habe auch gesehen, du gibst ja auch Unterricht deinen Kollegen. Spanischunterricht, ne? Ah, ich versuch's, ja. Okay. Und wir versuchen eben Deutsch. Ja, 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 ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt unter uns, wer ist talentiert und wer nicht? No comments. Okay, der Mann ist Profi. So, ihr habt auch Fragen eingereicht. Man muss dazu sagen, es war die Voraussetzung, dass ihr kreative Fragen einreicht hier für uns, für unseren Stream. Ihr habt die besten Fragen eingereicht und ich würde euch jetzt darum bitten, diese Fragen, wenn ihr möchtet, live zu stellen. Und ich komme mit dem Mikro nochmal zu euch. Ich hoffe, ihr seid bereit, eure Fragen zu stellen, weil da waren wirklich sehr, sehr tolle, sehr, sehr kreative Fragen dabei. So, einmal Hand hoch, wer möchte starten mit seiner Frage? Okay, Jill, ich fange bei dir an. Jill, du warst ja gerade schon dran. Hi, erstmal die Frage, seit wann bist du Fan von GZSZ? Das kann ich in Jahren gar nicht so genau sagen, aber ich habe angefangen, als die Explosion in der Kneipe war. Das ist schon lange her, ja. Weißt du ungefähr das Jahr? Also meinst du das Mokka oder noch Daniels Bar? Nee, Daniels Bar. Ja. Ah, okay, ja. Oh, das war wahrscheinlich 2002 oder so, ja. Ja. Dann habt ihr eine ähnlich lange Historie, ihr zwei. Ja. Mit GZSZ. Ich glaube, es war kurz bevor ich eingestiegen bin. So, deine Frage. Ja, meine Frage war, ob schon mal ein Plastikrequisit wie ein Apfel oder ein Brot aus Versehen gegessen wurde. Eine sehr gute Frage. Wer möchte offen und ehrlich antworten? Ich glaube, Jan hat irgendwas gegessen. Okay, du hast immer Hunger. Insofern ja, würde man dir das... Im schlimmsten Fall muss man dann durch. Ne? Wenn die Kamera läuft, dann beißt man auch da ab. Nee, es ist... nein, also nicht, dass ich wüsste. Genau, ich habe nicht, dass ich wüsste, nicht. Aber wir könnten mal gucken, ob wir das irgendjemandem als Streich spielen. Also hier ist tatsächlich, was passiert mit in dem Kiez. Kauf. Sieht so real, unser Kiez, das sieht so real aus, dass ich vergesse, dass die Mülleimer halt keine echten Mülleimer sind. Und das ist am Anfang oft passiert, dass ich halt irgendwas so in der Hand hatte und dann schmeißt man es in den Müll und dann ist halt so ein Kleber drin, so ey. Ja, oder dass man sich denkt, ist aber dreckig hier heute und man neigt dazu, irgendwas wegnehmen zu wollen. Nein. Und dann merkt man, nein, das liegt hier ja mit Absicht. Ja. Also. Sehr, sehr gut. Vielen Dank für deine Frage. Sehr, sehr gut. Wer möchte? Jill, du bist richtig on fire, Jill. Seit wann bist du denn Fan eigentlich? Boah, ich glaube, ich habe als Kind mit 6 oder so mich heimlich bei meiner Oma auf den Teppichboden gelegt, weil meine Mama meinte immer, du bist zu jung dafür, dann musste ich es heimlich machen. Und seitdem gucke ich das, also genau kann ich es auch nicht sagen. Was ist deine Frage an die 4? Wenn ihr einen Tag mit einem GZSZ-Charakter verbringen könntet, mit wem, warum und was würdet ihr machen? Das habe ich gelesen, die Frage sogar. Mit wem und warum? Okay, gar nicht so einfach. Und dass man dann auch illegale Sachen machen dürfte? Wie kommst du jetzt direkt auf illegale Sachen? Der ist Mexikaner. Ja. Entschuldigung. Ich glaube, ich wäre gerne mit Toni mal bei irgendeiner Mission. Also im Einsatz quasi. Fand ich sicher. Es wäre sicher spannend. Ich wette, du willst von jedem eine Antwort, ne? Ja, Jill ist hart. Ja, ich würde versuchen, mit Zoe irgendjemand umzulegen. Nicht schlecht. Ja, deshalb habe ich gefragt. Ah. Okay, aber wir stellen keine Kaution, Patrick. Ne? Wir stellen keine Kaution. Ach, komm auf. Wir legen einfach alle zusammen, ist oder? Ist ja schon fast im Knast, von daher ist es auch Hoffnung egal. Ist sowieso schon weg. Ja. Mit wem? Es ist schon, die Antworten sind schon ziemlich gut. Willst du vor? Ja, nee, ich überlege auch noch, am liebsten alle mal, weil das ist, ich kenne sie ja nicht sozusagen. Also ich treffe sie immer nur als Katrin Fleming, aber ich könnte mir auch total gut die Kombination mit Philipp vorstellen. Also ich glaube, das würde mich interessieren, was er so, weil er ja eigentlich so ein sehr zielstrebiger Charakter ist und alles so im Griff hat, sehr erfolgreich. Und da mal so ein bisschen zu gucken, was ist denn da noch alles? Und würde mich interessieren. So fehlt's noch. Ja, ich merke das schon.
Der Druck also, ist groß. Aber gut, also die Frage, ich müsste als Jan mit der Person Zeit verbringen. Also mich würde, ja. Michi ja. mal feiern gehen. Ja, mit Michi feiern gehen, ja, nee, das habe ich, ja, nee. Nee, hast du nicht. Habe ich noch nicht, stimmt, habe ich noch nicht. Nein, also mich würde tatsächlich interessieren, wie viele Leichen Gerner und Katrin noch so im Keller haben, so, ne? Das verraten sie denen. Ja, genau, das verraten sie nicht. Aber das wäre so, ja, da würde ich einen Tag lang versuchen, das rauszukriegen. Also einmal rein in den Keller und durchzählen. Die stapeln sich, die Leichen. Ja. Wer möchte noch eine Frage stellen? Ich gehe mal zu euch. Und ich weiß schon, Flo und Benjamin, genau. Ihr habt eine, finde ich, wirklich sehr kreative Frage eingereicht. Ich musste kurz schmunzeln. Wie ist eure Frage? Wenn die nächste Jubiläumsfolge eine Musical-Folge wäre, welchen Song würdet ihr euch aussuchen und mit wem würdet ihr den gerne singen in der Folge? Ich lege mal vor, weil das ist so ein bisschen spezieller. Mein Mann ist Komponist und schreibt Musicals, Marc Schubring. Und ich würde natürlich unbedingt wollen, dass er das schreibt und dass ich was von ihm singe, weil er hat schon ganz fantastische Stücke geschrieben, Gefährliche Liebschaften, Emil und die Detektive, alles Mögliche. Ganz toll. Und ja, das wäre mein Wunsch. Das wäre also neue Musik. Speziell für uns geschrieben. Ich finde, Patrick grinst schon so. Ah, ich bin du schon tanzt ja auch gerne. Mein Kopf bin ich schon so. Du hast das schon direkt vor Augen. Er würde du selber das, gerne. Das Outfit schon vor Augen wahrscheinlich. Was wäre es bei dir? Wär cool. Also ich stelle mir die ganze Zeit immer nur Sachen vor. Aber ich liebe das Musical von Los Miserables. Wie sagt man das? Les Miserables. Hm. Mhm. Das habe ich immer in der Schauspielschule sehr, sehr, sehr genossen. So die ganzen Stimmen zur selben Zeit. Das ist, ist genau mein Ding. Und mit wem? Auf jeden Fall mit dir. Ja. Ein Kostüm. Ja. Okay, wir stimmen mal ganz kurz ab. Hand hoch, wer möchte das gerne sehen? Yes! Ja, okay, ist gekauft. Will ich das sehen. Die AutorInnen von uns Bescheid, dass wir das umsetzen. Wir schlagen das sehen später vor. Josie, wüsstest du es auch? Nee. Also ich muss mir darüber noch Gedanken machen. Wir geben ihr einfach noch ein bisschen Zeit und am Ende der Sendung kommst du da mit deinem Foto. Ja, okay, sehr machen gut. Wir so. So machen wir das. So, wenn ich gerade schon hier bin, wer möchte noch eine Frage stellen? Sehr gut. Ich würde meine wohl auch noch stellen. Dein Name? Hendrik. Wie lange schon Fan? Ja, auch schon so seit, auch so ähnlich wie bei Jill, also 15 Jahre. Seitdem ich 6, 7 bin, gucke ich schon mit meiner Mama und dann irgendwann selbstständig. Meine Frage lautete, fällt es eurem Geist, eurer Seele manchmal schwer, Gespieltes und Reales voneinander zu unterscheiden und nimmt man an besonders emotionalen Drehtagen auch mal Gefühle mit nach Hause? Eine sehr psychologische, tiefenpsychologische Frage. Also tatsächlich sagen wir oft, der Körper kann nicht unterscheiden, wo die Emotion herkommt. Also wir stellen die künstlich her oder wie auch immer wir sie finden und erleben sie aber dann. Und deswegen, wenn man so hochdramatische Geschichten spielt, ist es oft so, mir geht es so, dass ich am Abend nach Hause gehe und diese Stimmung wirklich aktiv loswerden muss. Und oft, weil das so viel Energie kostet, das zu durchleben, ist man dann doch auch ganz schön alle und manchmal auch ein bisschen blue. Ja, absolut. Dem kann ich nur zustimmen. Genau, das ist also der Körper ist ja trotzdem fertig. Also es kann manchmal auch helfen, um einen anzutreiben und um sich da rein zu begeben. Aber hinterher ist man halt natürlich dann auch einfach ausgelaugt, genauso wie wenn man halt 4 Stunden geheult hat, wenn man das 4 Stunden vor der Kamera gemacht hat oder so. Ne? Also weil du holst ja diese Emotionen irgendwo her. Und also es ist nicht so, dass man verwechselt und denkt so, ich habe jetzt wirklich jemanden verloren. Also das nicht. Also man kriegt das schon intellektuell getrennt, aber halt der Körper trennt es ja nicht. Ja. Oder der Geist oder die Seele oder was da so dazu gehört. Ja. Stelle ich mir persönlich wirklich schwierig vor. Also, ja. Dafür haben wir es im besten Fall ja auch gelernt. Ja. Also das hilft natürlich sehr, also mir auf jeden Fall. Ich bin sehr froh, dass ich das studiert habe, dass ich es gelernt habe und Handwerkszeug habe, um dann da gut sortieren zu können und dann auch zu sagen, jetzt ist Drehschluss und fertig. Vielen Dank für die Frage, Hendrik, auf jeden Fall. Eine Frage aus dem Chat. Ihr könnt weiterhin eure Fragen stellen. Die passt sehr, sehr gut dazu. Und zwar möchte Laura wissen, nehmt ihr auch manchmal Eigenschaften mit in den Alltag? Also, dass zum Beispiel eure Freunde sagen, Moment mal, Ulrike, da hast du ein bisschen die Katrin raushängen lassen gerade. Gibt es so einen Moment? Nee, also privat überhaupt gar nicht. Ich glaube, meine Freundinnen, Freunde, Familie,
die merken genau das. Ja, ich bin ganz anders privat. Patrick, bei dir merke ich den Carlos schon ab und zu, ne? Nee, was ja, weil die Latinos, die sind alle so ähnlich. Ja. Was mir passiert mit meinen Charakteren, die ich bis jetzt gespielt habe, ich lerne immer was von denen. Ne, also jetzt mit Carlos ist mir schon mal passiert, dass er in einer Situation ist und der hilft mir dann privat zu sagen, oh, okay, interessant, ne, in welche Situation er geraten ist und dann das nutze ich schon nur so aus, ne? Weil das sind dann Situationen, in die man vielleicht privat nicht denkt. Ne? Mhm. Oder ich habe mir jetzt natürlich nie in meinem Leben nicht vorgestellt, dass ich irgendwie in den Knast lande. Ne? Und dann ist man da und man studiert und man sagt so, wow, okay, der Typ, der lebt jetzt etwas Starkes. Ne? Also in welcher Situation ist er? Ne? Und dann passiert irgendwas anderes bei dir im Leben und dann hat man das irgendwie so schon vorgelernt, so ein im System. Und man weiß, das ist eine Situation, die möchte man privat bitte nie erleben, genau. Mal im Knast zu sitzen. Und dann noch eine Sache, einmal habe ich einen Anwalt gespielt in einer Telenovela, also so, ich war der Assistent von dem dicken Anwalt und ich habe so Sakkos und solch und Krawatten habe ich privat nie benutzt, ich war immer so, alles Sport und nachdem diese Telenovela zu Ende war, Nee, aber so ein bisschen ist geblieben, so Sakito. Ja. Und dann hast du gesagt zu deinen Freunden, wenn ihr mal rechtliche Probleme habt, ja, kommt immer zu mir, ich regel das. Ich kläre das. Ich kläre das für euch. Nein. Michael möchte wissen, gibt es das eine lustige Outtake, das euch auf ewig im Gedächtnis geblieben ist? Gab es da in deiner jungen Drehzeit schon eins, Josie, ein Outtake? Ja, es sind hauptsächlich bei mir immer Versprecher. Mhm. Oder Momente, wo ich einfach so was sagen will und dann ich hänge. Ich komme nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ja, aber Versprecher gibt es einige, ja. Gibt es dann so Techniken, wie du dann nochmal dich neu sortierst und sagst, okay, jetzt nochmal neu. Zack. Ja, die Technik ist Abbruch und nochmal. Okay, einfach ganz simpel Abbruch und fertig. Nee, also es wird dann abgebrochen meistens und nochmal neu gestartet. Habt ihr Outtakes, die ihr nie vergessen werdet? Die kommen dann immer nicht so ad hoc, wenn man, aber woran ich mich erinnern kann, wo wir halt einen Moment gebraucht haben, um den Take drehen zu können, weil wir haben uns das vorher nur so lustig ausgemalt. Das gab diese Szene, wo Katrin und Tobias entscheiden, okay, wir klauen jetzt bei Alicia diesen Strafzettel, den die da in der Wohnung hat. Sie sagt, okay, ich lenke Alicia ab und du gehst da rein. Und dann haben wir uns überlegt, wie geht es jetzt vonstatten? Irgendwie Tobias zieht sich eine Strumpfmaske auf und bricht da in die Wohnung ein. Und dann haben wir halt also nur so rumgearscht vorher, bevor wir diese Szene gedreht haben. Und eigentlich ist es ja total unspektakulär. Tobias und Katrin stehen nur voreinander und sagen so, ja, ich wünschte, das würde eine andere Lösung geben. Und sie sagt, ja, wenn da eine weiß, dann, und Tobias geht einfach ab, um sich vorzubereiten. Und wir dachten so, was macht er jetzt? Ruft er jetzt noch von hinten, wo waren noch mal deine Strumpfhosen? Und das haben wir uns... Wir haben nur so rumgealbert, genau. Eigentlich, aber dann, als wir die Szene gedreht haben, so von wegen, ja, wir machen das jetzt und du bist abgegangen und dann mussten wir so das lachen. Ganz schwer, dass wir uns da überhaupt in die Augen sehen konnten. Ja. Ja. Etwas schmunzeln muss ich auch bei einer Frage, die von euch eingereicht wurde. Kann bitte mal ganz kurz Stefanie die Hand heben? Stefanie, deine Frage war nämlich, wenn eure Rolle eine Autobiografie schreiben würde, wie würde der Titel lauten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Stefanie. Ja. Vielen Dank. Ihr seht schon, es ist ein anspruchsvolles Publikum mit anspruchsvollen Fragen, natürlich. Ich weiß es sofort. Du weißt es sofort. Katrin Fleming, traue niemandem als dir selbst. Ist gekauft, würde ich mir kaufen, die Autobiografie. Ja, von kurz nach früher bis jetzt, das ist schon vergeben. Das ist ein Album von Ärzten, ne? Ja, genau. Aber es trifft es auch. Gefühlsachterbahn. Ich weiß nicht, ist auch ein bisschen zu lame, aber das ist das, was Tobias erlebt hat in der kurzen Zeit. Wäre vielleicht ein Arbeitstitel. Erstmal ein Arbeitstitel. Genau, gehen wir mit dem Verlag nochmal drüber, ja, da finden wir noch was. Was wäre es bei euch beiden? Aktuell wäre es wahrscheinlich Alicia Herz oder Verstand. Ja. Gibt's jetzt demnächst im Handel. Kiosk? Ab sofort zu kaufen. Vielleicht sogar mit Widmung, ja. Was wär's bei dir, Patrick? Boah, könnte ich wirklich jetzt, ich habe fast immer eine Antwort für alles, aber Vamanos. Ja, also das Ding ist halt, wenn ich meine, Vamanos. Das ist der Titel. Vor das ist der Titel. Vamanos. La Vida es una Fiesta. Nein, also
Ich glaube, da fehlt noch ein paar Monate. Mal gucken, dass die Leute gucken und dann könnte ich sagen, weil wir drehen ja vor. Ja. Und wenn ich jetzt sage, dann. Ja, verstehe. Aber es würde auf jeden Fall sowohl in Deutsch als auch in Spanisch rauskommen, das Buch, oder? Das wahrscheinlich. Ist klar, das wahrscheinlich. Ist klar. Das ist klar. Dürfte ich einmal Katharina bitten, die Hand zu heben? Die Frage von euch war nämlich: Ihr dürft einen Tag das Drehbuch schreiben. Ihr habt also grüne Wiese, Narrenfreiheit. Was würdet ihr tun? Vielen Dank, Katharina, für diese Frage. Ich würde eine Folge schreiben, wo alle Schauspieler in ihrer Mundart spielen. Oh, ja. Weil wir haben ja, also du würdest natürlich Spanisch sprechen, ich Schwäbisch, das wäre überhaupt gar kein Problem. Du würdest Berlinern, ja, du auch. Ja, also wir haben ich ja könnte so, aber auch den Südtiroler Dialekt anbieten. Genau. Wäre es nicht eine Maßnahme, einmal so eine Szene zu spielen? Einfach, wir überlegen uns also, einen Dialog an der Kasse. Du ja, nein, also du musst jetzt gangen und du musst jetzt da den Strafzettel holen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Doch, hast du eine andere Idee. Ja, aber wälzt es jetzt. Entschuldige bitte. Du warst von ich gar nichts. Ich sag doch, die glaubt mir kein Wort mehr. Ich hab dir das schon mal gesagt, die glaubt mir kein Wort mehr. Tacos, Tacos. Okay, ich schreibe mit, wir machen die Musical-Folge, wir machen die Mundart-Folge. Also ihr wird fleißig vorproduziert, ne? Sehr an Ideen. Sehr gut. Es kommen auf jeden Fall im Chat ganz, 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 ganz viele Kommentare. Bitte, bitte lasst diese Serie niemals enden. Oh, wie schön. Alles Gute zum Jubiläum. Domi schreibt, ihr müsst dem Dönermann bitte sagen, dass der Spieß sich langsamer drehen muss. Ist jetzt unsere Domi? Nein. Aber und? Ihr wisst, dass wir verschiedene Größen haben beim Döner. Also je nach Tageszeit wird eine andere Dönerattrappe dann angebracht. Ja. Jetzt musst du sie so. Nur noch drehen. Ja. Ja. Aber es ist zu schnell. Und auch eine sehr gute Frage von Lucia. Warum hat Ulrike ein Ananas-Oberteil an? Ist das eine versteckte Botschaft? Sie hat selbstverständlich. Also die Ananas, Quatsch, wie heißt das Wort? Begleitet. Ja. Begleitet mich ja jetzt einfach schon seit dieser Inzestgeschichte. Also die Geschichte war ja, Katrin Fleming hat ihre Tochter Jasmin und plötzlich taucht ein Mann auf, den Katrin auch erst ganz schick fand, aber das hat sich dann gegeben und der verliebt sich in Jasmin und es stellt sich heraus, es ist der leibliche Vater, wusste Katrin nicht, sie findet es dann raus, konfrontiert ihn damit und er will das nicht akzeptieren, geht auf sie los, will sie angehen und dann kommt Maren und die schnappt sich einfach eine Deko-Ananas, die da zufällig steht. Und will Katrin verteidigen, aus Versehen stirbt er dabei, es war nicht beabsichtigt. Man nennt das Nothilfe, also nicht Notwehr, sondern wenn man das für jemand anderen macht, Nothilfe. Er ist tot, es kam dann noch ganz viel, er wurde verscharrt und wieder ausgebuddelt und also verrückt, aber die Ananas bleibt. Legendär. Legendär. Aufmerksame ZuschauerInnen werden ja auch erkannt haben, dass hier hinten auch eine Ananas in unserem Set steht. Die wird nämlich gleich noch eine entscheidende Rolle spielen, also seid gespannt. Okay. Wir haben noch zwei Fragen. Und zwar möchte Bobba wissen, gab es schon mal eine brenzlige Situation am Set, wo ihr vielleicht eine gewisse innere Unruhe hattet? Gab es das, wo ihr gesagt habt, hier muss ich mich ganz kurz mal nochmal gedanklich sortieren. Gab es so einen Moment bei dir? Also ehrlich gesagt, immer wenn wir Außendreh am Cottbusser Tor haben. Ja. Oh Gott, ja. Das war also wir haben ja auch immer wieder Dreh wirklich in der Stadt und Berlin ist ein raues Pflaster und die Menschen erleben sehr, sehr viel Dreharbeiten und freuen sich manchmal überhaupt gar nicht, wenn wir da auftauchen und dann muss man manchmal echt ein bisschen aufpassen und da, wir stehen dann so auf Anfang irgendwo ganz alleine und da hinten ist die Kamera und dann denkt man so, oh, hoffentlich kommt bald das Achtung und Bitte, damit ich da weg kann, aber das klingt jetzt, das darf, ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber absolut. Also bei uns war eher brenzlig in der Scheune, hat, ne? Oder? Ja, genau, ja. Als Katrin Tobias aus der brennenden Scheune gezogen hat, da war es wirklich brenzlig. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ne? Aber ich muss sagen, dass ich mich da zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt habe, weil also erstmal stand eine komplette Feuerwehrstaffel und hat uns zugeguckt. Ist auch ein bisschen gewohnheitsbedürftig gewesen, weil die Szene ja relativ irgendwie dann doch intim war so, ne? Und ja, die standen da und haben halt begutachtet, dass nichts schief geht.
Und ja, weil die da standen und man wusste irgendwie, das ist ja alles vorher geklärt. Da lag natürlich viel Stroh, Heu, was auch immer, was sich hätte entzünden können, aber das haben die ja geklärt. Ich weiß nicht, warum du so lachst. Ich war nicht. Weil es eine witzige Story war. Auf dem Häuserdach. Aber also ich kann ganz gut vertrauen in Sachen, wo man sagt, okay, das ist jetzt sicher, Jan, geh da hin. Wir haben dich angeleint. Aber hier, als Tobias sich umbringen wollte, ja, dann habe ich dann auch tatsächlich mal einen Moment da auf dieser Kante gestanden. Ja, genau. Ich habe Respekt vor Höhen. Mhm. Also ich habe jetzt nicht komplett Höhenangst, aber wie gesagt, wenn ich angeleint bin, dann, na gut, wenn ihr sagt, das ist sicher, dann stelle ich mich halt dahin. Weil es ging sehr viel Vertrauen auch gefragt. Ja. Patrick, ich weiß, du wolltest mal Fußballprofi werden. Das war so ein Wunsch von dir. Ja, von Kind aus, ja. Und eine Frage passt sehr gut dazu. Gab es etwas vor eurer Schauspielkarriere, das ihr als Beruf im Auge hattet? Mhm. Das war bei dir? Ja, Fußball auf jeden Fall, ja. Trauerst du dem noch nach? Was? Die Kniescheibe am Ende? Lange schon nicht. Nö, ich glaube, ich war nicht reif genug. Okay. Weil die Fußballer ist schon, mit 13 Jahren bist du halt schon Profi. Ne? Und das musst du erst verstehen. Ne? Also, dass du mit 13 Jahren schon ein anderes Leben führst. Und der Patrick mit 15, 16 hat es auf keinen Fall verstanden. Und ja, das kommt dann natürlich 5, 6 Jahre danach mit dem Körper kommt es wieder. Ne? Und dann die Leute, die verantwortlich sind, die kommen dann ins nächste Level und sind einfach bereit, wenn die bereit sein müssen. Und die Leute, die zu viel Party gemacht haben, die sind dann nicht so bereit. Ne? Gehörtest du zu den Leuten? Ich glaube, ein bisschen. Ein bisschen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist so diese Vergangenheitsform. Also. Ja, genau. Ist er so das Partytier auch am Set? Also wir sind unter uns hier. Also es sind ja, stimmt, hört 16 keiner Leute. Zu. Ja, genau. Ja, ne? Nein, der sagen wir Stimmungsmacher? Schönes Wort, ja. Ja. Aber nicht mehr so intensiv Party. Ja, und das ist ja total schön, weil das kommt einfach aus dir. Das ist überhaupt nichts Künstliches. Oder es gibt da so Leute, wo man denkt, ja, jetzt regt euch mal ab. Ja, das Leben ist nicht nur Party. Aber du bist halt auch, und du kannst ja kaum still sitzen. Und auch jetzt, wenn wir unterwegs sind, das ist so lustig, dann musst du wieder irgendwas machen und sagen, ach, ich muss jetzt spazieren gehen. Das ist einfach nur so random am Tisch. Also klar gibt es Momente jetzt, wenn wir drehen, wo das manchmal vielleicht so ein bisschen ambitioniert ist, aber ja, das kommt aus dir und wir haben ja alle unsere Eigenheiten und das macht auch, glaube ich, unsere Cast aus, dass wir sehr verschieden sind und alle so verschiedene Energie da reinbringen und dann wird am Ende sowas Wunderbares draus. Ich glaube, nein. Gab es bei euch Berufswünsche, die ihr hattet davor? Gab es bei dir was? Also ich, da gab es vieles, okay. Auch als Kind, als Teenie, aber es gab nie diesen einzigen Wunsch. Also das war immer irgendwie, hat sich ganz schnell rauskristallisiert, dass ich was Kreatives machen möchte, dass zum Beispiel im Büro sitzen nichts für mich ist. Ja, und dann haben sich die Dinge so ergeben und dann... Und sie haben sich sehr toll ergeben. Und sehr, sehr toll. Sie haben sich sehr toll ergeben. Gab es bei euch beiden irgendwas vorher? Ja, also als Kind wollte ich gerne irgendwas mit, also ich mochte schon immer sehr gerne Tiere und wollte irgendwas mit Tieren machen, so Förster oder so in die Richtung. Ne? Das war so meine romantische Vorstellung davon. Ich glaube, ich bin totales Stadtkind. Also ich weiß gar nicht, ich wäre komplett eingegangen. Ich habe auch nach wie vor so eine romantische Vorstellung, irgendwo mal so einen Hof zu haben und dann, ich weiß gar nicht, ob Tiere wären mir dann, glaube ich, doch zu kompliziert, aber irgendwie, also ich glaube, ich käme gar nicht damit klar. Aber das war immer so ein, ja, durchaus so ein Kindheitstraum. Aber und ich hatte immer schon eine recht, auf der anderen Seite recht hohe Affinität zu Technik und Computer und so weiter. Habe sogar ja auch mal kurz angefangen, Informatik zu studieren und so. Aber es hat sich alles anders ergeben. Nein, also hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass ich gerne im Mittelpunkt stehe, gerne auf der Bühne stehe, gerne andere Sachen mache. Und so hat sich das ergeben, ja. Gab es bei dir noch was abschließend? Ich habe schon ganz früh in mein Tagebuch geschrieben mit 7 Jahren, ich möchte Tanzschauspielerin werden. Inzwischen ist es nur noch Schauspiel, aber ich habe Gesang, Tanz und Schauspiel an der Folkwang studiert und am Anfang auch Musicals auf der Bühne gespielt. Und das, ja, also ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat. Ich war mir nie sicher und in diesem Beruf ist man ja auch nie sicher. Keine Ahnung, wie es auch in der Zukunft sein wird. Das ist eine sehr große Herausforderung
Und deswegen sind wir, glaube ich, auch so dankbar und glücklich, dass wir bei GZSZ einfach auch spielen dürfen. Also es geht gar nicht nur um Geld verdienen, sondern einfach auch den Beruf ausüben. Das ist ein großes Geschenk, dass man das in dieser Fülle tun kann. Und deswegen, ich hätte aber, also handwerkliche Berufe finde ich großartig, habe ich größten Respekt und finde ich ganz faszinierend, könnte ich mir auch vorstellen. Ich erinnere mich gerade, nur jetzt, weil wir darüber sprechen, anscheinend wurden die Weichen doch sehr früh gelegt, weil als ich, glaube ich, 5 oder 6 Jahre alt war, da wollte ich unbedingt im Fernseher sein. Ich wollte im Fernsehen sein. Ja. Und dann hat mein Papa mir aus so einem großen Karton einen Fernseher gebastelt. Und ich habe meine Familie damit unterhalten. Und du bist dann in diesen Fernseher. Und ich glaube, da gibt es ein Bild noch. Ich muss das finden und dann werde ich es mal posten. Also, ist das gut. Das glaube ich ganz. Okay, und ich habe einfach gesabbelt und gequatscht und gequatscht und gequatscht. Sehr gut. Mein Berufswunsch war als Kind Quizmoderator. Auf jeden Fall werde ich den Wunsch jetzt ausleben dürfen. Denn wir machen ein kleines Quiz. Okay. Hey. Mit euch und mit euch. Denn folgende Aufgabe. Wir werden gleich einen von euch picken. Und diese eine Person wird Fragen beantworten zu euren Rollen. Und wir sind sehr gespannt, ob diese Person, die wir gleich picken werden, eure Rollen besser kennt, als ihr selbst eure Rollen kennt. Und ich weiß, wir haben im Vorfeld abgefragt, wer sich das trauen würde. Und es haben sich 4 Leute gemeldet. Dürfen die 4 bitte nochmal die Hand heben? Es gab 4 wirklich wagemutige. Natürlich Jill. Natürlich Jill. Jill ist immer mit vorne dabei. Und wir werden jetzt hier gleich einmal auslosen, wer von den 4 gegen euch antreten wird. Wer traut sich zu, hier einmal Losfee zu spielen? Wer möchte die Verantwortung tragen? Da sind 4 Namen drin. Also mir immer Jan vor, wenn ich. Ja, ich weiß. Aber dann bist du die Losfee. Ja. Pick wir einen. Haben keine Zeit. Nee, lass ihn doch zu dir tanzen wie eine Fee. Soll in die Rolle schlüpfen hier. Könnt ihr mich bestechen. So, und jetzt musst du gleich den Namen einmal laut vorlesen. Wie und die Person Fee. Dann bitte zu uns. Krieg ich einen Trommelwirbel? Klar. Winner ist Benny. So. Benny, einmal bitte nach vorne. Bravo. Es war so klar, sagt er. Ein Applaus für Benny. Sehr gut. So, Benny, das ist dein Mikro. Benny, fühlst du dich fit? Fit hier gegen die 4? Also 4 gegen 1? Benny, du siehst auf jeden Fall fit aus. Ich gucke schon sehr, sehr lange GZSZ, seit Folge, weiß ich nicht, 321 oder so. Weißt du das so genau? Oder ist es so? Ja, ich habe es mal irgendwann nachgeschaut. Das war irgendein Banküberfall. Und ich habe aber seitdem auch wieder sehr, sehr, sehr viel vergessen. Aber ich bin spielegeil, also. Das ist geil. Spielegeil und spielegeil. Da schließt sich der Kreis, finde ich sehr gut. Und das Gute ist, ihr zu Hause, ihr könnt auch mitmachen. Wir werden gleich so ein bisschen Wer wird Millionär-mäßig Fragen stellen mit 4 Antwortmöglichkeiten. Dann werdet ihr einloggen jeweils für eure Rolle. Dann wirst du einloggen. Und dann werden wir eure Stimmen im Chat einmal zusammenrechnen und auch euch eine Stimme geben. Das heißt, schreibt entweder A, B oder C in den Chat. Wir summieren es einmal hoch. Und dann könnt auch ihr mitmachen. So. Sind alle bereit? Auf jeden Fall. Wir fangen nämlich genau auch so an. Wir fangen mit einer Frage an, die sich um Katrin dreht. Okay. So, und die Frage ist, bist du, du wirkst tiefenentspannt, als hättest du das schon mal gemacht. Das sieht aber auch nur so aus. Okay, sehr gut. Also, erste Frage. Wann war Katrin Businesswoman of the Year? Da kommen die Antwortmöglichkeiten. War es 2020, 2019, 2021 oder 2018? So, Ulrike, du musst vorlegen. Ah, okay. Ja. Denk dran, im Chat abstimmen. Was seht ihr hier als richtige Antwort? Bist du dir, also weißt du es ungefähr? Oder ist es so? Ja, ich weiß es ungefähr, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sage 2018. Du sagst 2018. Was sagst du? Ja, ich habe die beiden neueren Antworten, würde ich auch ausschließen. Muss ich was anderes nehmen oder kann ich immer schön? Nee, du musst nicht. Du siehst, ihr 4, ihr habt die Farbe Rot. Du wirst gleich einloggen, dann wirst du auch deine Farbe sehen. Könnt ja taktisch immer nachquatschen und dann bei einer Frage, wo ich mir sicher bin, könnte ich dann. Ihr wird taktiert. Ja, weil ich auch zwischen 18 und 19 tendiere. Ich sag. Muss ich entscheiden? Na, ich sag auch 18. Du sagst auch 18, okay. So, was sagt der Chat? Was sagt ihr? Ich bin gespannt, was da abgestimmt wird. Die sagen 2021. Das Ding ist, alle liegen falsch. Es war 2020, Leute. 5 Burpees. Oh. Da ging auch direkt ein Raunen durchs Publikum. Nee. Also, die Redaktion hat das so
Nee, das stimmt nicht. Das muss nicht. Falsch sein. Nein. Sicher? Ganz sicher. Sicher? Dann müssen wir, gehen hier später nochmal in den Videobeweis. Also das, dann war sie es zweimal. Dann war sie es vielleicht zweimal. Also, ich weiß auch genau. Ist ja eine erfolgreiche Frau, also von daher. Also ich weiß ganz genau, wo wir das gedreht haben und das war nicht 2020, aber gut, ich mag mich täuschen. Okay, wir müssen dazu sagen, es geht hier nicht um nichts, sondern es geht um diese goldene Anna. Ah, die will ich haben. Okay, wir hoffen, dass Frage Nummer zwei auf jeden Fall soweit korrekt ist. Es geht natürlich jetzt an dich, Jan. Wer erschien Tobias auf dem Hochhausdach? War es Antwort A, sein Bruder? Antwort B, sein Vater? Antwort C, sein Cousin? Oder Antwort D, sein Onkel? Also ich weiß es. Du weißt es, dann log gerne ein. Ah, das hast du ja schon gesagt, du weißt es. Du musst ja mit so einer gewissen Unsicherheit kokettieren. Ne? Ich weiß es vielleicht. Du weißt es vielleicht. Meine ist aber auch zu wissen. Also du darfst auch einen Joker benutzen, das ist schon okay. Nein, es war sein Vater. Es war sein Vater, es war sein Vater. Ihr im Chat, ihr werdet wahrscheinlich auch die Antwort gewusst haben. Also, wir loggen auch deine Antwort ein, Antwort B. Und was sagt ihr? Auch Antwort B, da sind sich alle einig. Und diese Antwort ist natürlich auch korrekt. So, Patrick, bist du schon warm gelaufen für deine Frage? Die wusste ich. Die wusstest du auch? Okay, dann kannst du ja nächstes Mal den Joker machen. Und zwar deine Frage. Womit füttert Carlos den Hund in seiner ersten Szene? A mit Döner, B mit B4 Schaf, C mit einem Leckerli oder D, Klassiker, mit einer Scheibe Wurst? Was für ein Hund? Weißt du es? Den Hund. Darf er zuerst? Den Hund. Dann gehe ich mit A. Du gehst mit A, dem Döner? Das ist nicht blöd, mal nachzuquatschen jetzt. Ne? Ist schon gemein, ein Hund. Muss auch ein bisschen taktieren, ne? Also ich habe irgendwie, ich glaube, er hat eine gewisse Unsicherheit hier mit Selbstbewusstsein überspielt. Ja. Meine. Aber selber mache ich seit 5 Minuten auch. Aber wer unter dich jetzt so verunsichert? Von daher, also C und B glaube ich nicht. Aber du nimmst auch im Notfall spiele ich auf Unentschieden. Im Zweifel müssen wir am Ende eine Stichfrage irgendwie uns überlegen. Okay, du nimmst auch A. Was sagt ihr zu Hause? Da bin ich auch gespannt. Auch A, auch diese Antwort. Das war anscheinend so leicht. Die ist richtig. Sehr gut. So, Josie, du bist dran. Wie heißt Alicias Ex-Freund? Auch das kriegen wir hin. Oh, das kriegen wir hin. Also Antwort A, Bjarne. Antwort B, Aaron. C, Arne. Oder D, Bernd. Ist, glaube ich, so eine 500-Euro-Frage. Ne? Du nimmst C. Arne. Du nimmst C. Arne. Ja, das war doch der Arschloch Arne, ne? Ja. Okay, Arschloch Arne, ja. Kann man sich gut merken. Genau. Du sagst auch Arne. Ich wette, ihr wisst es auch zu Hause. Ihr sagt nämlich wahrscheinlich auch C. Ich bin gespannt. Auch diese Antwort ist natürlich korrekt. Ich merke schon, die Fragen sind hier sowohl für dich als auch für euch natürlich zu einfach. Aber wir probieren es mit einer nächsten Runde. Ulrike. Ja. Wir warten vorhin den Ananasfall. Die Frage ist, wer wurde als erstes im Ananasfall eigentlich verhaftet? War es Katrin? Anni? Jasmin oder Maren? D. Maren. Du sagst D. Maren. Was sagst du? Ja, das war Maren. Du sagst auch Maren? Mhm. Okay. Ich glaube, es war Anni. Du sagst auch mal, was sagt ihr denn zu Hause? Ich bin gespannt, was die Leute vor ihren Handys oder vor ihrem Laptop sagen. Die Zuschauer höre ich, die Zuschauer diskutieren noch, die sind sich unsicher. Ja. Geben wir denen noch eine Sekunde. Ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Habt ihr eine Ahnung? Hat jemand eine andere Meinung hier im Studio? Oh, Jill. Ist sich da nicht sicher. Lass uns nicht hängen. Jill, sag mal, was würdest du sagen? Du, okay, Jill sagt, es war Anni. Auch hier, der Chat hat sich auch beeinflussen lassen und hat auch D genommen. Leute, das ist nicht richtig. Ich war, ne? Katrin. Nein, Jasmin. Es ist Jasmin gewesen. Shit, Leute. Ja. Das wäre deine Chance gewesen. Ich glaube, ich wäre eher auf Katrin gegangen. Man muss sagen, ich sehe hier hoffnungsvolle Augen im Publikum. Jasmin. Du musst hier gewinnen, ne? In der hinteren Reihe wird auf dich gesetzt. Okay. In welcher Folge hatte Tobias seinen ersten Auftritt, Jan? Da sind wir nämlich bei der Episodennummer. War es 7118? War es 7818? 7008 oder 7119? Oh Gott, genug Zahlen für heute.
Das ist ja geil eigentlich. Okay. Ich sage A, 7118. Du sagst 7118. Also das ist ja, wir haben ja vorhin... Ja, das hätte ich ja eigentlich auch gesagt. Aber ich konnte ja, also eine weiter wäre ja auch, man muss ja mal was anderes sagen. Ja. Vor allem, du hast ja gehört, er 21 hatte vorhin auch nicht so richtig noch eine Ahnung. Ja, ich sag 19, ich sag D. Du sagst 109, also eine mehr, okay. Die anderen beiden kann ich auch ausschließen. Okay, du hättest eine Chance, auf jeden Fall einen Punkt zu machen. Ich bin gespannt, was sagt ihr denn zu Hause? Oh, ah, no. Ja, du bist leider falsch. Stimmt, es ist 7118. Ja, aber es gibt noch ein paar Gelegenheiten für dich. Und zwar, wo hatten Nina und Carlos ihren ersten Kuss? In Carlos Hotelzimmer, in Ninas Wohnung, im Mauerwerk oder vor dem Vereinsheim. So, jetzt. Oh shit. Du packst das. Ich glaube an dich. Wie, du? Du weißt es. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Ich würde sagen. Ich bin gespannt, was ihr sagt zu Hause. Okay, war das? In Ninas Wohnung. Du sagst in Ninas Wohnung? Oder war es im Mauer? Ich sag das Hotelzimmer. Schon eingeloggt, ne? Aus der Regie. Die sind da streng. Ja. Die sind da knallhart. Eingeloggt. Wenn die Zuschauer getippt haben, dann. Doch, ich glaube, ich ja. Was sagst du? Ich sag das Hotelzimmer. Du sagst in Carlos Hotelzimmer. Oh, ich habe da zustimmendes Nicken gesehen. Denken einige? Ja. Einige denken das auch. Oh, wir wissen nicht. Soll ich nicht, euch ob, was sagen? Oh, ob ihr zu Hause, ja, ihr sagt im Mauerwerk. Vereinsheim wohl richtig, ne? Aber ihr seht, Ninas Wohnung. In Ninas ist Wohnung. Ja, ich. Du hast es natürlich noch auf dem Schirm gehabt. Oh, die war nicht dabei, ne? Du musst jetzt hier ein bisschen in die Es geht um diese goldene Ananas. Ne? Ich verweise gerne nochmal da drauf. Die würde sich wahrscheinlich gut machen, wenn komplett aus Gold. Dass ich nervös werde. Würdest du sie hinstellen? Aber da war Nee, ich wusste wirklich jetzt nicht so sicher. Irgendwo, wo ich sie griffbereit habe für den Fall, falls irgendwie jemand reinkommt. Ja, ist rein immer gut, eine zu haben. Immer gut, eine zu haben. Weil er die Hotelkarte vergessen hat. Okay, nächste Frage zu Alicia. Woher kommt Alicia? Das solltest du. Kriege ich zwei wissen. Punkte, wenn ich es ohne Antwortmöglichkeit hinbekomme? Okay, versuch mal. Dann rechnen wir dir zwei Punkte aufs Konto. Aber dann quatschst du mir das ja nach und ich habe trotzdem... Ja, sie weiß es ja. Die weiß es ja. Bad Hersfeld. Bad Hersfeld ist hier eingeloggt. Zwei Punkte auf jeden Fall für dich. Ja, halbwegs rehabilitiert. Ihr zu Hause, ihr habt das natürlich auch gewusst. Das müsste jetzt so ein neuer Joker sein. Wenn du davor dann drehst du dich um und darfst gar nichts sehen. Das wäre eigentlich seine Frage gewesen, weil er immer... Das ist in Bad Nenndorf. Ich weiß nicht, Bad warum Nenndorf die immer noch... sagt er immer. Okay, wir machen noch eine kurze, schnelle Runde. Ich versuche mir gerade aus der Regie mal den Zwischenstand durchgeben zu lassen. Wo stehen wir denn hier aktuell? Mit dem Doppelpunkt oder ohne? 6 für euch, 5 für dich und für euch zu Hause auch 5. Das heißt, eine schnelle Runde, es ist noch alles drin. Okay. Wie hieß Jasmins erstes Label? Tussi Deluxe, Tussi on Tour, Tussi Attack oder Tussi Action? C. Tussi Attack. Tussi Attack. Was sagt ihr zu Hause? Auch Tussi Attack? Ich glaube, das ging jetzt auch ein bisschen flott. Ich glaube auch, das ist relativ... Der Chat braucht noch eine Sekunde, aber hier auch schon mal... Ja, das ist natürlich richtig. Yes. Wo hat Maren Tobias geküsst? A in Stockholm, B in Kopenhagen, C in Oslo oder D in Helsinki? 4 traumhaft schöne Städte. Du weißt es schon. Es war B Kopenhagen. Ja, richtig. Boah, ich habe gerade so gesehen. Dann so, und dann Stockholm. Ach, das war gar nicht in Brandenburg? Ja, nein, wir haben es dann immer untereinander unser Kopenhagen-Special genannt. Ich merke schon, wir nächste Frage. Wo hat Carlos Maren geknutscht? Da wurde viel rumgeknutscht, ja. Der Chat braucht noch eine Sekunde. Ich bin gespannt, was ihr antwortet. Aber das waren 2 Drehtage, die wir da hatten in Kopenhagen, also in Brandenburg, was Kopenhagen also sein sollte. Und wir haben Oslo getippt. Oh, der Chat sagt C. Leute, nein. Ja, da habt ihr leider verloren. Also du bist jetzt wenigstens schon mal vor dem Chat mit deinen Punkten.
Aber du wolltest noch was sagen. Ach so, ja, genau. Wir hatten zwei Drehtage. An einem zweiten Tag, da wurde der Kuss aufgenommen und ich habe mich auf dem Weg dahin mit dem Fahrrad hingelegt. Es war März. Und ich bin irgendwie in die Kurve zu schnell reingegangen und bin übers Gesicht geschlittert und dann haben die halt auch eine Weile die Wunden dann wegschminken müssen und wir mussten das immer so ein bisschen versuchen rauszuhalten. Aber wer aufmerksam zuguckt, der sieht, dass es ein bisschen dicker ist an der Stelle. Also, kurze Zwischenfrage. Wir kennen uns jetzt seit 8 Monaten. Wollte ich auch machen. Das ist jetzt der dritte Fahrradunfall. Von dem ich höre. Was ist da los? Das ist immer lustig. Leute, die nicht Fahrrad fahren, die wissen nicht, dass man auch damit hinfahren kann. Ich fahre Fahrrad. Also die wundern sich mal darüber. Aber wenn man Fahrrad fährt und das viel tut, nee, das ist ein bisschen häufig geworden hier. Nein, das war jetzt in 3 Jahren vielleicht 3 Mal oder so. Einmal pro Jahr. Das glaube ich ganz. In der Schule hat man so einen Fahrradkurs gemacht. Ne? Ja. Man so mit Abbiegen. Da habe ich gefehlt. Okay, da müssen wir nochmal nacharbeiten. Das Fahrrad von Paul, oder? Ja, wahrscheinlich. Nein. Das ist deutlich besser. Sehr gut. Okay, Leute, 2 Fragen haben wir noch. Es ist theoretisch noch alles drin. Wie viel Geld hat Jessica Carlos geschuldet? 45.000 Euro, 50.000 Euro, 55.000 Euro, 60.000 Euro. Ich weiß es. Ich weiß es zu wissen, aber... Du meinst es? Ja. Ich weiß es. Mach mal die 50.000. Hätte ich nicht gesagt, weil der weiß es nämlich gar nicht. Ja, dann sage ich dasselbe. Ja, das habe ich so oft wiederholt. Ja, okay. Ist für alle eine sichere Nummer hier. Auch der Chat war sich einig. 50.000 und das ist natürlich korrekt. Okay, wir haben eine letzte Frage. Du liegst, glaube ich, mit einem Punkt noch hinten. Da holen wir jetzt nochmal alles raus. Sicher. Wer übergibt Alicia ihre erste Flederbag? Moritz, Antwort A. B. Luis. C. Emily oder D. Johanna. Ich weiß es. Du weißt es. Dann machen wir es jetzt so. Das ist schon gemein, ey. Dann machen wir es jetzt so. Du loggst als erstes ein und wenn deine Antwort richtig ist, dann lassen wir den Gleichstand gelten. Ist das für euch alle in Ordnung? Absolut. Ja, ja. Absolut. Okay, ihr habt zu Hause natürlich auch noch die Gelegenheit, mit abzustimmen. Willst du Blickkontakt suchen? Ich habe Blickkontakt gesucht, aber ich habe mich nur bestätigen lassen quasi. Also das wäre auch meine Tendenz gewesen. War das hier so Gedankenübertragung? Ich dachte mir, als ich die Antwort falsch hatte, dachte ich, ach, warum hast du nicht ins Publikum geguckt? Oder hat er das so mit den Lippen versucht und du hast es von den Lippen abgelesen? Ich schwank nicht um. Ich nehme jetzt das, was ich auch am Anfang... Dann einmal bitte einloggen. Ich glaube Moritz. Mhm. Das ist korrekt. Es ist Moritz. Moritz ist richtig. Das habt ihr auch gewusst. Das bedeutet Gleichstand hier unter euch. Das bedeutet, ich würde sagen, du bekommst diese goldene Ananas. Selbstverständlich. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte gewinnen. Herzlichen Glückwunsch. So richtig formell hier. Vielen Dank fürs Mitmachen. Es ist wie so ein WM-Pokal. Ja. Sehr gut. Dankeschön fürs Mitmachen. Tolle Leistung. Und auch... Sehr gut, zu Recht der Applaus. Und auch vielen Dank für den Mut, vor allem sich hier hinzusetzen und mitzumachen. Vielen lieben Dank. So, war cool, ey. Voll gut. Voll. Ihr hattet Spaß? Ja, mega. Bedingt. Könnt ihr euch vorstellen, auch mal so bei Wer wird Millionär zu hocken auf dem Sitz? Bei Wer wird Millionär? Ja, aber da sind die Fragen ja noch. Natürlich, ey. Aber es ist halt. Ah, da kann man sich so leicht blamieren. Ich würde gerne irgendwas, wo man rum... Ninja Warrior wäre, glaube ich, eher was für dich. Für ihn auf jeden Fall. So, wir biegen auf die Zielgerade. Wir haben noch 10 Minuten, bis die Sendung losgeht. Einmal tief durchatmen noch. Freut ihr euch auf den Abend? Natürlich. Ich freue mich schon. Ich bin schon mittendrin. Die Vorfreude ist gut. Du bist in so einem Zen-Modus. Finde ich sehr gut. Behalt ihr diesen Modus bei. Habt ihr Bock auf den Abend? Okay, sehr gut. Sehr gut. Und ihr zu Hause hoffentlich natürlich auch. Also gerne jetzt einmal Handy weglegen, Laptop zuklappen und natürlich RTL einschalten. Ihr habt noch 10 Minuten Zeit, also noch ein Kaltgetränk holen. Und wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Liebe Grüße aus Köln. Liebe Grüße und vielen Dank auch, dass ihr da gewesen seid. Und gute Heimfahrt. Hier sind Leute von der Ostsee, von Dresden gekommen. Also einige hatten eine weite Anreise. Vielen lieben Dank fürs Kommen. Danke nochmal an euch. Und wir sagen ciao, tschüss aus Köln.